Knapp 20% der Fläche Namibias sind staatliche Nationalparks. Mittlerweile kommen fast 90 kommunale Naturreservate dazu. Zusammen mit privaten Reservaten sind insgesamt rund 40% des Landes geschützt. Im Osten dehnen sich die weiten Flächen der Kalahari aus. Der Großteil des Bodens ist fast ausschließlich mit lockerem, unfruchtbarem Sand bedeckt. Dennoch überstehen die Pflanzen oft monatelange Trockenheit und enorme Temperaturschwankungen. Den Tieren, die sich hier angesiedelt haben, bietet die Kalahari meist ausreichend Nahrung. Knapp 20% der Fläche Namibias sind staatliche Nationalparks. Mittlerweile kommen fast 90 kommunale Naturreservate dazu. Zusammen mit privaten Reservaten sind insgesamt rund 40% des Landes geschützt. Im Osten dehnen sich die weiten Flächen der Kalahari aus. Der Großteil des Bodens ist fast ausschließlich mit lockerem, unfruchtbarem Sand bedeckt. Dennoch überstehen die Pflanzen oft monatelange Trockenheit und enorme Temperaturschwankungen. Den Tieren, die sich hier angesiedelt haben, bietet die Kalahari meist ausreichend Nahrung. Knapp 20% der Fläche Namibias sind staatliche Nationalparks. Mittlerweile kommen fast 90 kommunale Naturreservate dazu. Zusammen mit privaten Reservaten sind insgesamt rund 40% des Landes geschützt. Im Osten dehnen sich die weiten Flächen der Kalahari aus. Der Großteil des Bodens ist fast ausschließlich mit lockerem, unfruchtbarem Sand bedeckt. Dennoch überstehen die Pflanzen oft monatelange Trockenheit und enorme Temperaturschwankungen. Den Tieren, die sich hier angesiedelt haben, bietet die Kalahari meist ausreichend Nahrung.